Hey ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge hier im Matchmap-Projekt. Wir befinden uns auf der Insel Sylt. Zudem haben wir noch die Insel Helgoland und die Insel Föhr und den Lona hier. Hallo. 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 Guten Tag. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr alle reinschaltet. Ich auch. Bin gespannt, wie es weitergeht hier. Ballen pressen. Immer noch. Uiuiui. Ja, aber wir spielen in einer einfachen Spielgeschwindigkeit jetzt ja schon seit Anfang der Woche und wir merken natürlich jetzt schon, man muss sich auch in letzter Folge schon sagte, man schafft es jetzt auch die Biogasanlage laufend zu befüllen. Vorher hatte man es teilweise nicht mehr geschafft nachzukommen, man konnte gar nicht so viel Ballen ranschaffen, wie die Biogasanlage verbraucht hat. Das ist jetzt alles entspannter auf der einfachen Geschwindigkeit. Aber gut, ich würde sagen, wir verschwinden nochmal, wünschen frohes Gelingen und wieder. Buddy left Peter. Buddy left your channel. User left channel your channel. Switched. User joined your channel. User was moved to your channel. User joined your channel. Moin moin, ich gehe euch wieder ärgern. User moin was moin. Moved to your channel. Oder störe ich? Noch nicht. Wo sind die ganzen Schlepper von uns hier? Wir haben ja nur die Spielzeugdinger hier auf dem Hof. Der John Deere ist ja auf der 38. Braucht mal einen Donnerchef. Ja, komm. Habt ihr noch einen Drescher? Ich komm runter. Ich bin fertig mit Kalken bei euch. Da müsst ihr schon nach Hause fahren und eine Sämaschine organisieren. Sämaschine organisieren? Mhm. Oh, mit meinem Valtra. Okay. Ja, ich denke mal, da brauchst du was Größeres. Glaube ich auch, weil ich cheat mit 8 km/h jetzt weg. Das ist die 40 und die 44 aktuell. Ja. Speedy, ja. Wenn du einen großen Schlepper suchst, also ich bin auf der 48 unterwegs. Ja, nee, das ist ja nun erledigt. Ich wollte ja nur die 40 und die 44 da aussehen, aber das kann ja der Lohner machen. Mach ich gerne, aber sag mir dann bitte später, weil bis ich jetzt vergessen, was da. Aber Speedy, du könntest dann auf die 48 kommen mit dem MB-Truck. Was denn? Presse. Oh. Oh. Da irgendwie ein Deutz oder so von unserem. Aber ich kann mal kurz an der BGA vorbei. Was zu machen, habe ich vorhin. Ach, da steht ja auch noch einer. Ach, Schmiss. Ja, da steht noch der Deutz, glaube ich, ja. Also das mit dem Schiebeschild, geil. Das geht gut, ja. Salah, dann lass mal die Laderampen runter, dann kannst du mich mitnehmen. Bist ja ich schneller als ich. Ich hab oben am Hafen in der Einfahrt angefangen, ne? Der LKW wird tatsächlich im Spiegel angezeigt. Ja, ab und zu funktioniert, wenn man das richtig einstellt, klappt das. Ja, nicht einstellen, du musst, na gut, die Sicht musst du ein bisschen
drehen, aber... Ja, man muss seine Sicht eingestellt haben und man muss die Anzahl der Spiegel hochgedreht haben. Ich habe sie nicht hochgedreht, ich habe sie ganz normal auf hochgestellt. Und die sind dann noch niedriger eingestellt. Ja, es gibt durchaus Einstellungen, dann hast du nur einen Spiegel und das bringt dann nicht viel. Wo hast du angefangen? Linke Seite? Linke Seite, ja. Ein Vater ist schön breit. Das ist wunderbar. Da kann man gut rein. Dennis, du bist fertig? Mit Kalken ist er fertig, ja. Er hat aber noch 24 andere Aufträge. Ich weiß, ihr habt noch Ansehen aufgegeben. Das weiß ich. Und zwar genau die Felder, die auch gekalkt wurden, richtig? Ich bin auf die kleine Wiese. Ich wäre aber dankbar drüber, wenn ich einen größeren Traktor bekommen würde. Zum Ansehen, ja. Da brauchst du den großen gelben. Deutz einfach, ne? Ja. Nimmst dir den Deutz und die Sämaschine. Jo. Welche Felder soll er ansehen bei euch? 40 und 41 oder 44. 44. 40 und 44. Ich hab hier 41 und 40. 41 ist es für die. Das 41 ist die kleine Kasse. Okay, also 40. 44. Sonst noch was? Ja, und viel Geld mitbringen. Was hat dieses? Ich kann dir Schulden mitbringen. Die ja, die kannst du, die bring mal zu Danny. Danny bezahlt. Guter Kumpel von mir. Aber dass ich dafür zahlen müsste, ausplaudern? Ich glaube, dann wäre die pleite, oder? Ich hasse meine Latam. Ich muss nicht mehr aufpassen, dass ich nur 17 hinbringe, ne? Nö, ich kann es voll machen, um dann ja immer weit schön genug. Weil so wie wir das da handhaben mit dem Teil, das sieht geil. Schau. Was? Nö, den Trick verraten wir nicht. Speedy. Schönartig Video gucken. Genau. Nö. Komm ja nicht hinterher.
So, schön auf der Couch liegen, den Fernseher einstellen, zack, YouTube. Ja, das geht nicht bei mir. Ja, dann schließt du halt den Fernseher am Monitor an, als zweiten Monitor an. Ja, wäre auch noch eine Alternative, aber... Mal gucken. Fährt er schon wieder weg. Jo. Muss euch ja nicht beim Arbeiten zusehen, oder? Ja, jetzt fährst du extra in die Richtung an der Tanke vorbei, Bierchen holen und dann geht's weiter. Aber warum war ja das Ding cool? Eben nicht tanke nicht die Flaschen, sondern gleich die Fassware. Oh, hier stehen noch ein paar Paletten, oder nicht? Oh, da stehen noch Kästen rum. Oh, ich bin aber weg. Tschüss. Ganze Paletten stehen hier noch rum. Ja, und da stehen noch kleine Bierkästen. Kannst du mich mitnehmen? Brother, mach das hier schon. Oh, ich komm dann die nächsten 3 Wochen nicht wieder. Nicht? Wieso kommst du nicht wieder? Du meinst, du bleibst hier. Du gehst nicht weg. Also 28 Einzelkisten stehen hier und 4 komplette Paletten. Boah. Hey, das reicht für den ganzen Sommer. 4 Wochen, mehr nicht. Nein. Nicht? Nein. Oh. Das kann ich dann bestimmt noch ein paar Bierfässer öffnen. Ja, da stehen auch noch Bierfässer drin. 50 Liter Fässchen? Ja, kann man doch mal... Dosen anstechen machen, oder? Mhm, ein Fass anstechen. Oder schön mit Strohhalm. Ja. Oh. Davon muss ich immer so viel Bäuerchen machen. Was soll denn auf den Feldern bei euch drauf? Ja, mach mal so, ja. Beiden? Ja. Mitgemacht. Oh, Wachstumsstufe, unser Hafer. Oh.
will ja mal Zeit. Bin gleich. Doch, Dennis, was versuchst du gerade? Warum? Versuchst du gerade einen Helfer einzustellen? Nö. Bin okay. Nicht mal am Feld. Ah. Ich baue jetzt gerade erstmal die Sehmaschine auseinander. Also, klappt gerade auf. Emi? Ja, hast du auch mal Zeit? Ja, ich komm, ich nehm dich mit. Okay, danke. Wie auch doof, dass da ja so ein paar Wachstumsstufen fehlen, ne? So ein paar Ecken wieder, ne? Ja. Ich denke aber, das ist eher Synchronisationsproblem. Nee. Weil so komisch ist nicht angesehen worden. Werden wir gleich sehen. Ich bin ja schon fast auf dem Weg. Ich mach mal schnell zwei Ballen in der BGA und dann... Machen wir mal eine Strohablage, ne? Definitiv. Wir brauchen 10 Stroh. Und nicht wieder die Zigaretten rausschmeißen, Salazar. Nicht was hier. Alpha, nicht dass das Stroh abbrennt. War ein Problem, brauchen wir nicht düngen. Also von mir, ich sehe ein komplett gelbes Feld. Ah ne, da sind dann noch. Rechts. Ganz hinten in der Ecke. Moin. Moin. Dennis? Nee, vergiss es, falsch Gedanken dann. Okay. Knoten im Kopf. Bei der Uhrzeit kein Wunder. Das stimmt. Wenn man sich überlegt, dass wir nachts um 0.10 Uhr noch aufnehmen, für euch, dass ihr am Freitag eine Folge habt. Nicht wahr? Naja, wir waren dann noch schlimmer, wenn wir 7 Folgen aufgenommen haben. Oh ja, stimmt, da waren wir nachts um 1:30 fertig und um 2. Richtig, da war ich um 2:30 im Bett an den Tag. Ja. Patrick kriegt morgen Spaß. Wieso? Der fährt doch morgen im Urlaub. Achso?
Stimmt, ihr wolltet zeitig losfahren. Die wollen morgen früh um 9 Uhr los. Das ist doch nicht früh. Das ist doch 9 ist doch nicht früh. Da habe ich schon bestimmt 8 Stunden LS gezockt. 9 Uhr wollen die aufstehen, genau. 9 Uhr aufstehen, 11 Uhr los. Also das ist doch nicht früh, das ist doch... Komm, ey. Ey, da habe ich normalerweise Mittag. Schon 5 Stunden Autobahn hinter mir. Und häng irgendwo bei Hannover und überleg, wo ich Mittag esse. Also du musst, wenn du über die Alpen willst, um 9 Uhr an München vorbei sein am Samstag. Sonst wird das nix. Aller spätestens. So, ich weiß jetzt ja, auch, ich wohne hier unten weg, ich kenne die Staus. Oben im Norden A7 bei Kiel da. Elbtunnel ist auch nicht viel besser. Und wobei Elbtunnel geht. Ja, mein Papa sagte mir mal, der kommt ja aus Kiel, der sagte mal, Elbtunnel ist eigentlich immer was. Schön, 13 Uhr um Freitag. Du wirst lachen, Spidi, da bin ich schon um die Zeit durch. Und zwar ohne Stau, ohne alles. Also ich kann mich mit den Elbtunneln halt nicht beschweren. Wo die Nadelöhre sind. Was? Ich hab früher ja Hakenwagen gefahren. Ich musste leider bei manchen Aufträgen durch den Elbtunnel, um dahin zu kommen, wo ich hin sollte. Und dann auf dem Freitag, wenn du da einmal irgendwo im Stau gekommen bist, also nicht auf der Autobahn, sondern ne, Stadtverkehr oder wie man das nennen möchte, und du kommst irgendwann eine halbe Stunde zu spät an, ist die Autobahn dicht, da geht nichts mehr. Okay. Und dann sollst du die Lenkzeit einhalten und zum Schichtwechsel da sein. Ja, das geht nicht wirklich. Ne, das passt gesagt, nicht. Ich kann mich die letzten 3 Jahre nicht über den Elbtunnel beschweren. Ja, wir haben uns schon eine Müllverbrennungsanlage, wo wir auch ja, je nach Auftragslage geliefert haben. Da musste ich dann meinen Stopp machen und durfte nicht weiterfahren. Und dann durfte der Kollege erstmal sehen, dass er einen Firmenwagen kriegt oder einen anderen Fahrer hat, der ihn dahin bringt und mich abholt. Okay. Solche Aktionen haben wir schon gehabt. Und ich hasse Elbtunnel. Ich bin froh, dass ich heute nicht arbeiten musste. Beziehungsweise gestern. Freien Tag hatte. Ich werde auch morgens um 4 Uhr aufstehen. Das hat auch bald ein Ende zum Glück. Ja, das kriegen wir alles hin. Aber nebenbei haben wir wieder die Zeit um, oder? Nee. Ja, 22 Minuten. 23. Ach, doch noch. Ja, wir haben noch 8 Minuten. Hast du eigentlich noch LKW-Fahrer, Speedy? Bitte? Hast du noch LKW-Fahrer? Fußgängerfahrer? Das ist dein Beruf? Ja. Ich will's auch machen, aber ich weiß nicht, dass so alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Naja, man sollte sich das schon überlegen, das zu machen, weil der Führerschein ist schweineteuer. Ja, die ganzen Auflagen, die du kriegst, die du machen musst. Das Problem, was ich habe, was mir bevorsteht, ich bin Diabetiker. Ja und? Nicht ganz so einfach, dann ein ärztliches Attest zu bekommen. Aber sicher doch. Dass du LKW fahren darfst. Aber so, sicher. Bevor du den Führerschein machst, dann machst du schon mal die Facharztuntersuchung und der wird dir schon sagen, ob du es machen kannst oder ja, nicht. Das ist es ja. Und kommt drauf an, wie dein Zucker eingestellt ist. Ja, ich sag mal so, ich hab da damals immer... Da reden wir nachher drüber und nicht hier. Ah, und das will ich auf jeden Fall halt irgendwann mal... Ja, ja, du musst dich auch an den Job Interesse haben. Also, wenn du ein bisschen LKW fahren, das ist, ne? Das je nachdem, welche Aufgaben du machen willst. Ja, ich will auf den Mobilkran, Autokran will ich machen. Ja, das ist ja dann Schwerlast und wieder Sonderfahrzeuge. Ja, eben, das ist das Problem halt. Aber unterm Strich ist das für die ärztliche Untersuchung egal. Richtig. Ja. Da wird geprüft, ob du befähigt bist, Berufskraftfahrer zu sein und was du am Ende tust, ist egal. Und vor allem selbst als Diabetiker.
um da nochmal drauf zurückzukommen, gibt es mehr wie genug auch bei den Berufskraftfahrern. Ja, das ist richtig, aber wie du das schon sagtest, wenn es richtig therapiemäßig eingestellt ist, genau, das ist hast das halt. Du keinerlei Einschränkung, wenn du dich an die Regeln hältst. Genau, wenn. Und das ist pure Eigendisziplin. Ja. Ja, das ist schon richtig. Also damals, als ich es bekommen habe, da hieß es, du darfst kein Busfahrer, kein LKW-Fahrer. Mittlerweile darfst du es ja alles. Du darfst ja mittlerweile sogar Personen befördern als Diabetiker, was es früher nicht gab. Richtig, es hat sich viel getan. Ja. Und es ist, wie gesagt, es ist viel Selbstdisziplin. Ja, das stimmt. Ja, ich bin jetzt erstmal froh, ich habe jetzt erstmal einen Job. Also. Selbst wenn, dann warte ich halt 2-3 Jahre. Dann irgendwann klappt das schon. Bestimmt. Okay, hätte ich da schon drauf, aber. Hey, da klaut ja einer Hafer bei uns hier. Jo, klaut einer. Wer? Das ist ein grüner John Deere Drescher. So. Dann lässt er doch noch den Dreck da noch liegen, Alter. Alter. Mann. Naja, so ein paar Beine haben wir ja schon gepresst, ne? Ein paar? Ja. Wie viele? Na, schätz mal. 1000? Nicht? Von 77. Ach nur? Davon habe ich bestimmt schon 500 gepresst. Das kann gar nicht sein. Gefühlt wie 4000. Ja, ich weiß, das ist zäh. Naja, sag mal, jetzt geht's ja noch. Wenn man ja so letztes Mal dieses Geruckel und Gespringe, jetzt kannst du ja fahren. Geht ja noch. Ja, aber trotzdem. Es ging schon mal besser. Ja gut, kann ja sein, dass noch wir immer noch auf dem falschen Port sind, sag ich mal so ein bisschen. Ja, das kann alles sein. Weil wenn die da irgendwas am Problem hatten, dass sie dann einige auch damit rüber geschubst haben oder keine Ahnung. Ja. Kriegen wir hin. Ich denke mal, es wird nächste Woche besser laufen. Nein, wir reiten nicht auf den Pony aus. Du meinst so wie Pony reiten, oder? Das Geruckel. Ja, so ähnlich. Glaube ich auf dem Esel.
Ja, ja, machen wir nächste Woche nur kein Pony reiten. Oha. Oh. Gleich musst du rechts arbeiten, oder was? Oder nachher? Was? Musst du nachher arbeiten? Wer? Ich? Ja. Wieso? Ja, weil du so pünktlich nach 30 Minuten auf die Uhr klopfst. Bei mir sind 31, 37. Ja, gehen wir mal nach oben. User left channel. User was moved to your channel. Moin. 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 Ich war am überlegen, aber den großen Trecker, den wollte ich an den Ladewagen klemmen. Ja. Ja, sonst hättest du den großen, den Deutz von der BGA geholt. Von der BGA? Ja. Aha. Aha. Der BGA. Wir haben eine neue Geldquelle gefunden. Aha. Ja, die ist gar nicht mehr so teuer, als wir sie mal einspielen. Ja, wir wollen uns mal so eine Arschweile. Boah, du, ich hab genug Platz, also kannst alles herbringen. Wir werden wahrscheinlich auch wieder eine Gärtnerei verkaufen müssen. Aber nützt dir nichts. Aber wir kommen zum Ende der Folge. Anfangen und noch zum Ende der aktuellen Aufnahmesession. Am Wochenende ist wieder Stream angesagt. Genau. Ich hoffe, heute haben alle fleißig gearbeitet. Ich glaube, alle waren fleißig, außer der Jim, glaube ich. Der hat, glaube ich, nur die ganze Leberwurst gegessen. Und Ruhepause und Denkzeit und so geredet. Genau. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle reingeschaltet habt. Lasst gerne alle fleißig ein Like da, kommentiert bei den anderen und vor allem bei uns, was die anderen so machen. Und dann würde ich sagen, bis Samstagabend. Jo. Klingt gut. Tschüss. Tschüss.